Jo Leute, Raichi hier. Heute gibt es mal das gesamte Leben von Galgako aus Demon Slayer. Und schreibt gerne in die Kommentare, von welchem Charakter ich noch das gesamte Leben erklären soll. Ich habe jetzt insgesamt vor, mehr Videos dieser Art zu machen. So kommt demnächst ein Video zur Mundatmung, aber auch die Leben von Zenitsu und Kurama erklärt. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, aber jetzt fangen wir an. Viel Spaß! Als Kind war Galgako ein Waisenkind, bis er von Kiyome Himejima, der Feldsäule, aufgenommen wurde. Von dort an lebte er zusammen mit Kyomei und anderen Waisenkindern in Kyomeis Tempel. Eines Tages wurde Galgako von den anderen Kindern beim Klauen von Geld erwischt. Deshalb wurde er nachts aus dem Tempel gejagt. Es war diese Nacht, in welcher Galgako einem Dämon begegnete. Um sein eigenes Leben zu schützen, ließ er den Teufel in den Tempel rein, indem er den einzigen Schutz vor Dämonen entfernte, nämlich eine Glycinienblume. Glycinien können bekanntlich tödlich für Dämonen sein. So stellt Kocho Shinobu, also die Insektensäule, ein Gift aus Glycinien her, mit welchem sie fast jeden Dämon umbringen kann. Nachdem die Glycinienblumen nun also nicht mehr da waren, konnte der Dämon ohne Probleme in den Tempel gelangen und so starben in dieser Nacht alle Waisenkinder, außer ein kleines Mädchen und eben Galgako. Ein paar Jahre später wurde Galgako ein Schüler von Shigoro Kubashima und Vorgesetzter von Zenitsu. Sie beide trainierten die Donneratmung, jedoch sah Galgako Zenitsu als Enttäuschung an. Er war der Meinung, dass Zenitsu das genaue Gegenteil von einer nützlichen zukünftigen Hashira ist. Deshalb weigerte sich Galgako, Zenitsu bei seiner Ausbildung zu einem besseren Kämpfer zu helfen, denn in seinen Augen war es Zeitverschwendung. Seiner Meinung nach waren nur die Stärken von Bedeutung und Nutzen. Alles, was Zenitsu nutzen konnte, war nur die erste Form. Galgako im Gegensatz konnte alle Formen der Donneratmung, außer der ersten, der wichtigsten und dem Grundgerüst für den Rest. Viele Leute behaupteten hinter Galgakos Rücken, dass er bald sterben würde, wenn er nicht einmal in der Lage wäre, die erste Form der Donneratmung zu lernen. Zenitsu versuchte Galgako immer zu verteidigen, jedoch sah Galgako dies als Zeichen von Schwäche und Schande an. Zenitsu schickte Galgako oft Briefe, jedoch antwortete Galgako auf keinen einzigen von ihnen. Als Dämonenjäger begegnete Galgako eines Tages Apomon One, Kokoshibo. Galgako wusste direkt, dass er viel zu schwach ist, um Kokoshibo zu besiegen, also kniete er vor ihm zu Boden. Galgako war der Meinung, dass selbst wenn er Verbrechen begehen, lügen oder um sein Leben betteln müsste, es es alles wert wäre, wenn er noch einen Tag länger leben könnte. Galgako war sich sicher, er würde sterben, da er dem Apomon One gegenüberstand. Jedoch verstand Kokoshibo seinen Wert und bot ihm an, stärker zu werden, als er als Dämonenjäger ist. Kokoshibo gab Galgako Blut von Musans Zellen in seinen Körper und gab ihm die Chance, mehr von ihm zu bekommen, wenn er von Kokoshibo anerkannt werden würde. Es bestand ein gewisses Risiko, dass er sterben könnte, wenn sein Körper beschloss, das Blut abzulehnen, weil er Atemtechniken kannte. Wenn Galgako auch nur einen Tropfen auf den Boden fallen ließe, würde er sofort von Kokoshibo getötet werden, aufgrund von Respektlosigkeit gegenüber Musan. Am Ende war die Verwandlung von Galgako erfolgreich. Er bekam Streifen auf seinem Gesicht, wie bei einem Tiger, spitze Ohren und dunkle Augen. Sein Outfit bleibt fast dasselbe, also eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Galgako trägt immer noch sein Schwert aus seiner Zeit als Dämonenjäger. Es wurde jedoch mit seinem Dämonenblut modifiziert und enthält jetzt einen Teil davon, um seine Techniken bei der Verwendung von der Donneratmung zu verbessern. Galgako konnte trotz der Wandlung zum Dämon immer noch nicht die erste Form der Donneratmung anwenden. Sein Meister Shigoro Kubashima begeht Selbstmord, da er einen gescheiterten Benutzer der Donneratmung ausgebildet hatte. Später treffen sich Galgako und Zenitsu seit langer Zeit im Musans Infinity Castle. Dort kämpfen die beiden gegeneinander bis zum Tod. Auf diesen Kampf werde ich allerdings nicht so groß eingehen, da zu diesem Kampf noch ein extra Video folgen wird. Letztendlich entscheidet Zenitsu diesen Kampf für sich, indem er in diesem Kampf die siebte Form der Donneratmung kreierte. Nachdem Zenitsu Galgako also nun enthauptet hat, stirbt Galgako einsam und ohne, dass jemand um ihn trauert. So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aber es hat noch einen schönen Tag und ciao.